Jetzt muss ich mir gerade selber die Werbung von meinem eigenen Stream gönnen, aber so ist das halt. Gucken wir mal. Ich grüße euch auf jeden Fall alle. Jetzt gucke ich mal gerade, wie so die Sache ist hier. Ich schau mal. Jetzt muss ich mir gerade selber die Werbung von meinem eigenen Stream gönnen, aber so ist das halt. Ja, ich denke mal, das passt, aber das ist okay. Ich finde es ein bisschen pixelig, aber ist okay. Ich scroll mal ein bisschen rein kurz. Mal schauen. Noch pünktlicher. Also jetzt gucken wir mal. Vom Delay her geht es auch. Also ich sag mal so, ich bin wieder unter 10 Sekunden vom Delay. Das ist eine ganz nice Nummer hier. Ich werde eventuell das YouTube-Channel und Guzua noch ein bisschen kleiner machen. Ja, Delay ist doch noch ein bisschen mehr als 10 Sekunden. Ja, auf einen guten Stream auf jeden Fall. Definitiv. Ich werde mal gucken. Ich kann das ja mittlerweile so ein bisschen hin und her schieben hier. Da ist man ja mittlerweile so ein bisschen flexibler geworden. Ich schau mal. Das muss ja nicht so riesig groß sein. Weil ich will nicht, dass das halt stört. Das ist klar, logisch. Das soll nicht irgendwo rumstören. Ich guck mal. Layouts werde ich hier und da irgendwann auch mal so ein bisschen hin und her ändern. Dass man halt nur ein paar Bilderchen an der Seite hat und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es momentan wirklich schön ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Das passt eigentlich ganz gut. Guck mal, YouTube-Channel. Ja, ja, ich denk mal, damit kann man leben. So, dann, ja, die ersten 6 gucken schon zu. Ja, genau, läuft hier auf jeden Fall. Ansonsten wird euch auf jeden Fall in der nächsten Stunde, anderthalb, zwei, je nachdem, wie ich es schaffe, wird euch, denke ich mal, hier und da ein bisschen Queen Walk erleben, erreichen oder wie auch immer. Also, meine Queen ist ja wieder am Start. Ich werde die natürlich ordentlich rannehmen in der Zeit. Und dann werden wir mal schauen, was geht. So, ich guck mal gerade, ich schreibe mal gerade noch. Ich habe gerade zuvor schon geschaut, ich habe gesehen, dass Tobi Spirit Hawk schon am Stream war, aber der hatte Clash Royale gestreamt. Also damit dürften wir uns ja eigentlich nicht so ja, entgegenkommen, beziehungsweise halt durcheinander kommen. Von daher sollte das passen. Ich hau schon mal rein, beziehungsweise hau raus. ansonsten, ja, Fokus liegt jetzt momentan definitiv wieder auf dem DE. Ganz klar. Hier können wir gucken, dass wir vorher erstmal schön gekillt kriegen. Ich spiele wieder halt unter Bluestacks, logischerweise. Aber ja, da ist natürlich von der Bedienung her immer so ein bisschen Nachteil. Aber ganz ehrlich, beim Queen Walk merkt man es nicht so hart, dass ich jetzt sagen würde, boah, das ist wer weiß wie doll. Wie gesagt, CW würde ich jetzt nicht unbedingt mit Bluestacks angreifen. Aber ansonsten ist das eigentlich eine Sache, die halt ganz gut läuft. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Ich würde mal gleich sagen hier, weil die Queen des Gegners hier schon am Start ist, da wollen wir gar nicht irgendwie Risiko eingehen oder so. Wir hauen gleich auch nochmal die nächsten 2 Heiler rein. Und dann gibt es hier richtig schön die fette Rasur. Und dann sollte das hier ganz gechillt laufen. So, hier noch den Bogiturm des Gegners killen. Und dann können wir hier schon richtig, richtig schön loslegen. Ja, King ist noch komplett dabei, das ist okay. Läuft. So, die Queen regelt hier das Elix. King regelt sehr schön hier an der Seite noch den Tower. Das passt auf jeden Fall. Und jetzt sollte die Queen hier definitiv aufs Dunkle gehen, ganz genau. Und jetzt gucken wir mal. Ja, genau, das passt. Aber es könnte natürlich sein, dass die, obwohl Magierturm wird nicht angesplasht, auf keinen Fall. Bam, Junge, da sind wir. Ganz genau, die ist weg. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier halbwegs ohne Schmerzen von der Bühne bekommen. Ja, dann ist das halt so. Klar, ich hätte jetzt natürlich den Jump droppen können. Brauchte ich aber nicht. Passt. So, wie gesagt, hier jetzt wieder schön, richtig, richtig schön Queen Walk vom Feinsten. Wir wollen richtig gut loslegen, also 100.000 definitiv im Dunklen muss nach dem Stream sein. Ganz klare Sache hier. Da war es mir einfach wirklich zu risky. Einfach komm, zack, zack,
hauen wir den Rage raus und fertig. Weil wir haben definitiv noch zu viel zu verlieren, als dass wir hier einen so machen können, so nach dem Motto, naja, wird vielleicht klappen. Nee, möchte ich nicht. X-Bow weg, Boogie-Turm habe ich noch. Und hier das Goldlager, das sollte alles noch mitgehen. 37 Sekunden, na, dann wird es ein bisschen tricky. Wird schon ein bisschen schwer. Weil der, genau, jetzt geht es garantiert auf den Feger, dann Magierturm und dann eventuell rum. Mal gucken, da wäre ein Haste vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Gut, okay. Kriegen wir aber, denke ich mal, auch hin. Komm, 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 streng dich an. Nee, da geht nichts mehr. Da ist definitiv der Ofen aus, aber egal. Hier noch ein bisschen was vom Dunklen. Und jetzt die Queen aber auch down. Aber das passt. Das ist definitiv zu verkraften. 2,7k, relativ wenig ausgegeben. So muss es sein. So läuft es. Why so wenig Zuschauer? Ist ganz einfach. Listen to Papa. Ich habe es ja angekündigt zu 19 Uhr. Ganz klar. Weil, kann ich euch auch sagen, warum hast du nicht früher Bescheid gegeben? Oder andersrum, warum hast du nicht gesagt, dass du schon früher anfängst zu streamen? Ist eine berechtigte Frage. Kann ich euch auch ganz genau sagen. Und zwar geht es darum, ich musste erst OBS einrichten. Das heißt, ich wusste nicht hundertprozentig, kriege ich es bis 19 Uhr überhaupt hin. Ganz einfach. Und deswegen streame ich lieber schon zuvor und dann passt das. So, ach so, nebenbei habe ich gerade gesehen, ich hatte nicht mal was in der CB. Das heißt natürlich, die kann ich natürlich dann wieder anfragen. So, jetzt gucken wir mal, egal. Ja, das kann durchaus sein. Doch, doch, doch. Nova schreibt nämlich gerade. Ja, hier Mikro ist ein bisschen komisch. Das kann durchaus sein, weil ich jetzt das andere OBS verwende. Das kann wirklich sein. Es hört sich ein bisschen anders an als ganz normal mit meinem ganz normalen Equipment aufgenommen. Das stimmt schon. Also Nova, du hast recht. Ich höre mich ein bisschen komisch an. So, jetzt brauche ich die Kaserne noch nicht boosten, weil die Helden noch nicht fertig sind. Das ist natürlich jetzt eine perfekte Zeit, um schon mal zu sagen, wie sieht's aus? Wer will denn gecheckt werden? Haha. Also von daher, haut mal raus, was so geht. Vielen Dank für die Truppen. Das ist cool. Und am besten halt wirklich Spielername, also die Spieler-ID immer posten. Das ist am einfachsten. Da muss ich nicht hin und her gucken und wie auch immer. Achso, nebenbei schreibe ich mir mal auf, wir haben 89k DLX. Ich mag das immer. 2,69 Millionen Gold, dass man so ungefähr weiß, was man am Ende dann gebracht hat. So, genau, die ersten Spieler-IDs kommen rein. So muss das sein. Gucken wir mal, ob wir das machen können. Vielleicht wurde das auch schon ein bisschen gefixt. Das wäre natürlich ziemlich geil. Ich gehe in die Community und sage, ich möchte einen Spieler suchen. Und das geht natürlich nicht. Da Fug. Aber egal. J, C, 2, U, G, 28. Gucken wir mal rein. Würde ich definitiv Town Hall 10. Ja, okay, man sieht es jetzt unten Town Hall 10, aber hätte ich auch gesagt Town Hall 10. Ein gutes Town Hall 10. Würde ich jetzt tippen. Gucken wir mal rein. Wir sehen ein. Doch, doch, wir sehen ein gutes Town Hall 10. So ist das nicht. Bei den Infernos am Upgrade muss man halt gucken. Ich meine, in Champion 3 kann man schon mal gucken, da hält sich's noch relativ gut ohne Inferno. So ist es nicht, aber ihr wisst selber, wenn man ein bisschen Luft nach oben hin haben möchte, sollte man die nicht zeitgleich upgraden. Zumal du gibst natürlich ordentlich Gas, ganz klare Geschichte. Guck mal, wir haben alle drei X-Bows im Ausbau und die beiden Infernos. Das heißt also wirklich, es ist sehr, sehr, also deine Base ist extremst geschwächt auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, du gibst momentan richtig hart Gas im Erfarmen, logischerweise, weil man sieht halt, goldmäßig bist du richtig fett am Start und bist trotzdem am Upgraden von allen Sachen. Also ich würde mal sagen, läuft bei dir. Erste Entfernung wird gleich fertig. Genau, solche Infos habe ich natürlich im normalen Video nicht. So, jetzt konnte man sagen, gut, okay, hier Patrick sagte halt, ey, pass auf, Entfernung ist halt gleich fertig. Das ändert die Situation natürlich gleich. Wenn ich weiß, der erste ist gleich fertig, aha, okay, dann kann der gleich zur Verfügung gestellt werden. Logisch. Ansonsten gefällt mir das mit den Lagern richtig gut. Schön mit dem Einzel- und eben auch Flächenschaden kombiniert verteidigt,
Von daher läuft das definitiv richtig nice hier. Dunkles, schön geschützt, ganz klar, da ist der Fokus drauf. Queen natürlich von 18 auf 20 noch, dann bist du gut dabei. Auf jeden Fall, klar, momentan alle Bauhütten belegt, aber ansonsten richtig schön Gas geben, gefällt mir auf jeden Fall. Ansonsten kann man da noch was, ich würde gerne mal sehen, wie weit du es schon getrieben hast. Hast dich noch zurückgehalten, sagen wir es mal so, da ist definitiv noch Luft nach oben und das sage ich sogar. Nee, ansonsten passt das. Ja, wie gesagt, mir gefallen das Figur-Layout momentan so hart, finde ich richtig, richtig nice. Richtig, richtig cool. Ja, mauermäßig hast du schon Gas gegeben. Jetzt wirst du natürlich auch sagen, oh, schade, ich habe zu viel für die Mauern bezahlt. Aber ganz ehrlich, wer jetzt rumheult und sagt, oh, ich habe so viel Geld in die Mauern gesteckt. Naja, ich meine, ist halt so, ja. Also das ist nun mal das teuerste in COC. Und wenn man die halt eben auf 10 oder auf 11 haben will, ist das so. Wie gesagt, ich bin wirklich der Meinung, bevor ich auch nur ansatzweise mauermäßig weitermache als 10, da fällt erstmal nicht nur ein Sack Reis in China um, glaubt mir. Also da muss noch einiges passieren. So, das haben wir dazu. Also wie gesagt, ansonsten mega nice, gefällt mir gut. Ich kann mir vorstellen, dass du natürlich hier luftabwehrtechnisch relativ schwierig dastehst, sage ich jetzt mal. Wiederum ist es natürlich geil, wenn man zwei so dicht beieinander hat, dann verteidigen sich die natürlich richtig gut. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Frage an euch noch, wurdet ihr informiert, also beziehungsweise habt ihr die Nachricht bekommen, ey, passt auf, Gusua ist am Stream? Klar, ich habe es natürlich YouTube-mäßig gesagt, aber habt ihr auch eine Info durch Twitch bekommen? Das würde mich mal ganz, ganz doll interessieren. Nicht, dass mir da in Anführungsstrichen Follower durch die Lappen gehen, die halt gerne schauen möchten, aber einfach keine Info bekommen. Das wäre mal ganz interessant. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier ausschaut. 17 Minuten haben wir noch. Ich würde aber gerne trotzdem schon abliefern wieder. Und deswegen würde ich sagen, ich heile die. Ich heile die und... Ja, genau, ich heile die einfach. Egal... Wie gesagt, ich weiß noch, wie ich das zuvor gesehen habe. Ich dachte, oh nee, kann man ja nicht bringen und wie auch immer. Doch, kann man bringen. Darf man gerne mal machen. Info durch Twitch war am Start. Vielen Dank, I Like Loons. Vielen Dank dafür. Hab's per YouTube erfahren, klar, logisch. Das war halt, das ist so das Allheilmittel, dass man es halt eben durch YouTube direkt noch erfährt. Ich gucke halt wirklich auch demnächst, dass ich es zeitgleich halt eben auf beiden Plattformen bringe, also YouTube und Twitch. Aber wie gesagt, ich finde das cool, weil ich den Stream ja danach eh auf YouTube hochlade und dann kann man sich den halt eben auch anschauen und fertig. So, wäre auch ziemlich nice. Ja genau, McFly hat definitiv gecampt, irgendwie um 6 Uhr noch was schon. Das war natürlich ziemlich nice. Nee, hier greife ich nicht an. Wegen Besuchen. Ich sage das immer im Stream einfach dann Bescheid. Ey, passt auf, jetzt könnt ihr nochmal schreiben und so. Ihr braucht euch einfach nicht den Stress machen und ihr braucht den Chat nicht so extremst voll spammen. Weil wenn ich jetzt irgendwas mache und gar niemanden besuchen werde, jetzt in den nächsten 2 Minuten, sage ich mal, dann braucht man auch nicht schreiben. Ganz einfach. Ist für euch einfacher, ist für mich einfacher. Ist einfach einfacher. Weil einfach ist. So, hier jetzt gehen wir hier rein, weil ich natürlich die Luftabwehr killen will. Ganz einfach. Zack. Dann gehen wir von hier aus auch noch rein. Auch noch die beiden. Vollkommen egal. Mal gucken. Ich meine, die hätten natürlich jetzt auch... Ach, was heißt die hätten? Ich meine, ist natürlich jetzt easy loot für mich. Auf jeden Fall. Aber sieht man halt eben auch, dass man halt die eben auch angreifen kann und sich das dann trotzdem... Ich meine, klar, ich hätte jetzt die Heiler nicht unbedingt droppen müssen. Klar. Nova, schreib ruhig einfach per WhatsApp weiter. Ich gucke mir das dann an, nebenbei. Ah, okay, manchmal hört man mich doppelt, okay. Deine Stimme, der Ton. Man hört dich doppelt. Ich sehe es gerade. Okay. Gucke ich gleich. Gucke ich gleich nach. Versprochen. Aber vielen Dank dafür. Kommt gleich, kommt gleich. So, ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwo was übersehen habe. Wo ist das letzte bisschen? 42.000 hier, bloß bevor mir meine Helden down gehen, habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt gucken wir uns gleich nochmal das Echo an, ob ich das auch sehe.
Ja. Okay. Okay. Sehe Sehe ich ich auch. auch. So, So, dann dann gucke gucke ich ich mal mal kurz kurz rein rein in in OBS. OBS. So, machen wir mal noch mal kurz einen Test. Schauen wir mal. Hallo, 1, 2, 3, Test. Sehe ich auch. So, So, dann dann gucke gucke ich ich mal mal kurz kurz rein rein in in OBS. OBS. So. Wartet kurz. So, machen wir mal noch mal kurz einen Ja, Test. Schauen okay, wir mal. hat geklappt. Ich hatte einfach Hallo, zweimal 1, das 2, 3, Mikrofon Test. drin. Sehe ich auch. So, dann gucke ich mal kurz rein in OBS. Jetzt muss ich natürlich meinen Sound ausmachen, sonst. Ja, also das sollte jetzt geklappt haben. Ja, Nova, vielen Dank. Und wie gesagt, es hacken oder es haben immer relativ viele auf Nova rumgehackt. Ja, und so weiter und so fort. Hier, was ist denn das für einer und so weiter. Wie gesagt, so eine Geschichten. Ich kann mich dazu 100% auf ihn verlassen und macht das auch. Macht das definitiv. Und es läuft immer mega genial. Wegen so einer Sache, ich kriege eine WhatsApp. Ey, hier, pass auf, Ton ist nicht in Ordnung, fertig. Da hat jeder was davon. Jeder. Und von daher kann ich definitiv nur sagen, Daumen nach oben für Nova. Also wirklich, zack, Stream gerettet, ganz, ganz schnell und einwandfrei. Perfekt. So, jetzt habe ich hier zu viele Heiler, zu wenig Heiler, weil zu viel Barge ausgebildet. Aber soll uns auch nicht weiter stören. So, jetzt gucken wir mal kurz rauf. Wir haben DE-mäßig noch nichts dazu bekommen, aber Gold schon 400.000 läuft bei mir auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Ja, bloß ohne die Heiler. Ich meine, ohne die Heiler schaue ich mal gerade. Ach, die sind noch nicht im Boost. Sorry, sorry dafür. Dann muss ich die natürlich jetzt auch noch mal hier kurz, zack, einfach mal so gegen die Wand klatschen. Und dann noch mal ein paar Bogies und ein paar Barbaren. Oh, mit Selina ist Selina ist gar nicht mehr online. Okay, das wäre nicht so schön. Das wäre schade. Aber ich denke mal, die kommt später wieder nochmal. Das sollte passen. So, jetzt haben wir das hier gejammt. Und jetzt sollten wir wieder losgehen können. Ich gucke kurz nochmal nach, weil ihr wisst ja selber, man kann ja auch mal einfach alle Spells vergessen. Geht ja alles. Ich krieg alles auf der Reihe. Nee, aber das passt. Ansonsten würde ich euch nochmal kurz bitten, ist sonst noch jemand anders unterwegs, der jetzt gerade streamt im COC-Bereich? Einfach mal kurz reingucken bei Twitch. Das wäre mal ganz, ganz interessant nochmal. Einfach wirklich, dass ich nochmal ein bisschen Input kriege. Nicht, dass man sich hier wirklich die Zuschauer klaut gegenseitig. Das will ich auch nicht. Bloß mal so. Warum haben sich die Bilder von meiner. Ganz genau, das fand ich auch komisch, warum sich die Bilder von meiner und vom Bowler und ich bin auch der Meinung vom Mini-Drache, vom Baby-Drache hat sich auch nicht so wirklich geändert. Fand ich auch ein bisschen komisch, wo ich mir dachte, waren sie da denn zu faul oder wie? Also ist ein bisschen kurios, aber gut. Hier haben wir Infernus, das ist schade, weil sonst hätte ich den richtig schön gerne auseinandergenommen. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, wenn ich hier einen richtig schönen Rush mache, dass ich den Inferno killen kann, weil es sind immerhin 500.000 Gold. Und die hat man halt auch nicht immer so ganz schnell dabei. Jetzt wäre natürlich mega nice, wenn ich halt eben Multi drücken könnte, Multi-Dropping machen könnte, aber ist ja nun mal nicht anders. So, hier kommen wir jetzt schön rein. Und jetzt richtig schön alles an der Seite clearen und jetzt schön mit der Queen rein. Alle vier gedroppt und jetzt hier nochmal richtig zeigen, dass ich auch möchte, dass ich reingehe hier. Und jetzt hier nochmal schön alle Bogies rein, 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 weil ich ja ablenken möchte. Ich will auch ein bisschen ablenken von meiner Queen, die halt nicht so vom Inferno gebraten werden soll, ganz genau, ganz genau. So, jetzt muss aber der Inferno down gehen, sonst geht meine Queen down, sonst habe ich hier ein Problem. Ah, schade, verkackt, war Mist. Ist halt so, müssen wir durch. Wir hauen den Rage auf den King, hauen hier noch ein Earthquake rein, weil ich will definitiv noch, es war halt so viel Gold.
Ich dachte mir halt auch, gut, okay, komm, hier, wenn hier so viel Gold ist, dann holen wir noch was vom Gold. Und das sollte hier auch noch laufen hier. Komm, komm, komm. Weil Dunkles war eh nicht viel. Oh, mein King geht raus. Ah, das war gar nichts. Das war richtig ein Schlag ins Gesicht. Definitiv für mich. Das war null. Aber so ist es. So ist es leider. Das war absolut null. So, gucken wir mal. Es ging um die Bowler-Taktik. Die, ja, was gibt's da zu erklären? Kann ich, klar. Gucken wir mal kurz. Zack, zack. Und zwar halt beim Bowlern, sage ich mal, wenn ich die halt verwenden würde, würde ich halt, ich sag mal, 3, 4, 5 Bowler hier droppen, 4, 5 da und dann halt mit Heilern zusätzlich die hochheilen sozusagen, dass die sich sozusagen eine Schneise hier zum Clearen schlagen und dann halt hier nochmal und dann richtig los und dann mit Rage. So einfach ist das. So, also so kompliziert ist das nicht. So, jetzt sagen wir nochmal Anfragen, egal. Ja, vielen Dank, Paul. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eh ein bisschen Zeit, deswegen wieder kann wieder gecheckt werden. Flo Schuller, gucken wir mal. Weil wie gesagt, dann kann man immer noch mal reingucken. Das möchte ich euch auch irgendwo wiedergeben, sage ich mal, dass ihr wisst, was los ist. 2U9. O. G, Q, G, J, C, O. Ich hoffe, das habe ich richtig geschrieben. Nein, natürlich nicht. 2, U, 9, O, Q, G, J, C, O. Da haben wir es. Dein Ernst? Nee. Das braucht man nicht angucken. Ganz ehrlich, das braucht man nicht angucken. Dann gehen wir mal auf. GG, VG, O, V, 9, V. Okay, das bringt nichts. Dann gucken wir mal hier. Hoffen wir mal, dass einer jetzt cleverer ist. Und wie gesagt, also Level 1 muss nicht. Das ist Quatsch. 2LUY 92 Cry. Da wusste ich, dass es nicht in Anführungsstrichen gefaked ist, sondern dass es halt ein richtiger Account ist, weil wir. Und ich sage noch, ja, weil ich im Stream vorher noch gesehen habe, also beziehungsweise auf YouTube noch gesehen habe, hier I Like Loons, den Namen habe ich gesehen, von daher dachte ich mir, gut, okay, wird schon laufen. Ja, ich würde mal sagen, Level 110, dann würde ich mal sagen, abartig hart gespendet, oder? Muss ja dann drei, kleinen Moment, Freunde Not, nein, nee, dann einfach nur rum, oder hier der Hack am Anfang halt. Ja, so viel dazu. Ja, die Preise von den Mauern habe ich schon gesehen. Das ist schon richtig, richtig nice, dass die halt runtergegangen sind. Auf jeden Fall. Das ist richtig cool. So, Dennis, gucken wir mal hier, was Dennis sozusagen hat. Spieler suchen. 22, 88, 2 PC, 0 G. Sniper-Shot, Alter. Alter, ich würde mal sagen, du lieferst richtig ab. Nee, hätte ich noch mehr gedacht. Ganz ehrlich, hätte ich wirklich noch mehr gedacht. Hast du dann aber garantiert megamäßig gespendet. Gucken wir mal rein. Weil die Truppen sind auch noch nicht gemaxt. Sie sieht man halt gleich, klar. Aber hier, guck mal, was hier, Alter. So, und jetzt gucken wir mal, ja, hier. Das ist
Richtig nice gespendet auf jeden Fall. So, ja, was sehen wir? Wir sehen ja noch nicht ansatzweise Maxed. Also da ist noch richtig, richtig was zu holen. Aber ist ja nicht weiter wild. Also du hast ja schon mal richtig die Mauern schon mal gemacht. Da hast natürlich richtig Kohle rein investiert. Und jetzt wirklich, erstens, du bist schön im Boost. Gefällt mir auf jeden Fall. Richtig schön losboosten. Hashtag Guzu am Boost auf jeden Fall. Ja, er schreibt gerade, ich bin 9,5. Und mega nice. Mega nice. Wie gesagt, wenn du natürlich sagst, ey, pass auf, deswegen habe ich halt zum Beispiel die Infernos noch nicht, klar, weil ich auf 9,5 war, ist das ja vollkommen in Ordnung. Bloß wie gesagt, ich würde da nicht ewig durchhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Clash Gang Patriot, wenn nicht alles gut wäre oder nicht alles fit wäre, würde ich es nicht streamen momentan. Ist halt wirklich so. Ihr seht mich halt wirklich. Wenn es halt Spaß macht, sage ich mal, wenn ich gut drauf bin und so weiter und so fort, weil alles andere, dieses, oh, ich quäle mich jetzt, weil ich halt Bock drauf habe oder sowas, bringt gar nichts. Bringt nichts. Und es muss, also jetzt, ich sage noch mal kurz so ein bisschen aus dem Leben, so Real Talk mäßig. Wenn ich das halt so aufziehen möchte, und das möchte ich ja, dass ich das halt wirklich irgendwann mal hauptberuflich mache, ja, bin ich ganz ehrlich zu euch. So, wenn ich das halt machen möchte und mir das aber so weit verderbe selber, weil ich dann irgendwann sage, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Naja, dann kann ich halt eben auch meine ganz normale Arbeit weitermachen. Die macht, also Spaß macht sie ja trotzdem, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn das Streamen beziehungsweise halt eben YouTube selber nicht so wirklich Bock macht. Alter, jetzt werde ich hier richtig. Alter, Leute, Leute, Leute. Sogar noch den. Oh, ich wollte schon sagen, den Freeze noch Fail gedroppt, Alter. Das wäre ja richtig ins Gesicht. Ja, so macht man das. Weil ganz ehrlich, von den Loons wirst du nur rangenommen, sage ich mal. Also von daher, da muss dann wirklich der Freeze sitzen, sonst ist richtig Eskalation angesagt. Apropos Eskalation, wir eskalieren hier auch mal ein bisschen. Und wir gucken mal, nee, den Jump brauchen wir hier nicht mehr. Aber ich würde mal sagen, hier draußen noch so ein bisschen clearen. King noch hier weg. Und dann schön mit der Queen reinragen. So wollen wir das sehen. Ja, die Queen ist drin, definitiv. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo was nicht. Das war was übersehen hier. Ja, genau. Hier ist halt wieder noch der dunkle Bohrer. Wie gesagt, guck mal, ich schaue jetzt gar nicht auf meine Queen, weil ich ganz genau weiß, ich vertraue der, die kriegt das auf der Reihe. Die Base ist jetzt auch nicht so hart, dass man sie jetzt hier nur beobachten müsste. Ganz klar. Und dann passt das. Jetzt will ich auch gar nicht mehr Mauerbrecher und Spells und was auch immer reindrücken. Habe ich ja schon mehr als genug gemacht. Aber jetzt sollte das passen, weil ich will halt auch nicht zu viel ausgeben, ganz klar. So, die Mauerbrecher sollten auch passen. Luftabwehr ist down. Dunkles wird jetzt gezogen, passt also auch. Läuft. Ja, sehr, ey, zart schmelzend. Läuft, Alter. Da ist der kleine Boy auch am Start. Einer von ihm habe ich ja auch schon ewig nichts mehr gehört. Ja, aber so eine Namen bleiben halt auch im Gedächtnis definitiv. Also das ist natürlich auch ziemlich geil. Und jetzt sehe ich gerade, wie ich zart schmelzend sage. Ja. So. Hau ich noch den Rage raus? Ah, ich habe noch die Ability. Kommt, Leute, ich habe die Ability. Was soll's? Warum soll ich jetzt den Rage rausballern, wenn ich hier noch schön die Ability nehmen kann und dann soll es das auch gleich gewesen sein. Gucken wir mal. Ich will nicht, dass sie. Da, jetzt wird sie nur noch mehr gekillt. Wollen wir nicht. Passt. Ist in Ordnung. Läuft. So. Jetzt weiter. Hier. Viel zu viele Barbaren eigentlich am Start, aber egal, wir sagen trotzdem Truppen ausbilden. Na, auf keinen Fall die Barbaren, Junge. Nein, du komm. Zack, jetzt kommt nämlich erstmal Heiler. Ja, sehr, so ist schön. So ist schön. Zauber passen. Noch drei Rage rein. Ja, passt. Einwandfrei. Läuft. Heiler. Die kommen jetzt. Genau, und dann danach will ich unbedingt gleich die
Mauerbrecher. Und es wurde gefixt, beziehungsweise jetzt habe ich ja das neue BlueStacks, in dem kann ich die Truppen wieder hin und her schieben. Also ich muss nicht mehr nebenbei das iPad haben und dann läuft das auf jeden Fall richtig cool. So, jetzt haben wir hier sogar noch Truppen übrig. Das heißt, da kann ich halt noch ein paar Barbaren setzen. Und dann natürlich trotzdem noch eine Schnellausbildung hier hinten ran. So, jetzt gucken wir mal, wo wir momentan sind. Wir haben momentan, ja, ich glaube knapp 800... darfst du gerne, Nova? Nur mal so. Dann gucke ich nochmal vorbei. Gerne. Elix haben wir mehr bekommen. Das heißt, wir sind momentan bei 200k mehr als, als am Anfang. D-Elix zu wenig. Da sind wir nur bei 1k nach oben gegangen. Das ist definitiv nicht genug. So, jetzt gucken wir mal, sobald die Queen fertig ist. Die Riesenschlagen mit beiden Händen. Das ist sehr interessant. Vielen Dank dafür. Muss ich mal kurz gucken, ob ich eventuell einen Deathlock finde. Nee, natürlich noch keine Verteidigung in der Zeit gewesen. So, jetzt würde ich da gerne gucken. Das ist interessant. Vielen, vielen Dank dafür, weil dann gucken wir uns das an. Das ist natürlich echt eine richtig coole Sache. Hier der Freeze richtig gut gewesen, weil sonst hätte ich echt schon schlimm ausgesehen mit meiner Sache hier. Ja, genau, da. Stopp. Nicht sofort. So. Jetzt. Ah, man sieht es schlecht, aber es ist, scheint wohl wirklich so zu sein. So, jetzt gucken wir mal hier. Bam, Junge, genau. Wie so ein kleiner Gorilla auf jeden Fall, ja. Also, wie gesagt, so eine Sache sind mega interessant. Einer weiß was, schreibt es in Chat und sagt dann, gut, okay, zack, hier kann man allen das nochmal zeigen, dass die halt mit beiden Händen schlagen. Richtig cool, auf jeden Fall. So, zack. Gucken wir mal hier nochmal anfordern. Zack. Gucken wir mal, wer noch was kriegt. Gusua, cooler Stream. Vielen Dank. Vielen Dank. So, hier, da gucke ich halt. Ich brauche Verstärkung. Nee, brauche ich nicht. Zack. Golem habe ich jetzt gerade nicht. Sorry dafür. Vielen Dank für die Riesen. So, ich guck mal. Ich habe genug Heiler am Start. Dann kann ich gleich wieder los. Wie gesagt, dann seht ihr hier einfach nur zack, zack, zack. Es wird abgeliefert und fertig. Wie gesagt, lootmäßig passt es. Also es ist nicht so, dass man es nur geschenkt bekommt. So ist es nicht. 2k und die würde ich mir hier gerne holen. Ist nicht viel, aber ist halt relativ... relativ geschenkt, sage ich mal. So, hier. Jetzt muss ich halt ganz genau drauf achten. Und das ist halt das Wichtige. Das ist halt wirklich so, dass man... das kann garantiert jeder hier so einen Angriff starten. Aber dann halt wirklich gegenzusteuern und zu sagen, gut, okay, da und da muss ich clearen. Das ist halt das Schwierige. Nicht einfach nur, ja, drop, 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 drop. Und wird schon passen. Sondern man muss schon ganz genau gucken, wo es passt. So, jetzt hier den Jump rein. Und jetzt gehen die Riesen schön rein. Das ist natürlich mega nice. So, jetzt muss die Queen aber auch rein. Wäre besser. Queen wäre schön, wenn du reingehst. Aber kann sein, dass ich mir da selbst ein Ei gelegt habe. Das wäre natürlich nicht so toll. Jetzt müsste sie hier... Ja, ja, ja. Und die Sonne geht auf und schnell noch ein Rage rein, dass das halt schnell geht. Zack, zack, zack. Dass die halt wirklich reinspringen kann, die kleine Kuh. Und dann, weil wir wollen natürlich hier das Elix. Wir wollen das Elix, ganz klar. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein, du sollst nicht rausspringen. Das ist ein böser Gedanke. Also klar ist das DE schon mal nice. Aber wie gesagt, ich will noch mehr. Gusua im Rage-Mode hier. Zack. So. Hauptsache, die fängt nicht an, hier die Mauern kaputt zu schlagen und will dann nach draußen. Das wäre halt echt doof. So, hier sehen wir jetzt schon wirklich, dass wir noch mehr Möglichkeiten haben und sagen können, gut, okay, ich merke jetzt, die Queen wird halt angegriffen. Dann muss ich jetzt langsam halt reagieren mit dem hohen Level. Das kannst du natürlich mit einer 5er Queen nicht machen. Wenn du da siehst, du wirst angegriffen, ist eigentlich schon zu spät. Klar. So, hier sehe ich gerade, der King ist hier gerade so ein bisschen am rum hin und her hüpfen.
Machen wir ganz gechillt, hauen wir ein Dings drauf. Der bringt natürlich beim Held nicht so viel, aber der ist natürlich dann auch langsamer in dem Moment. So, gucken wir mal. Ah, jetzt willst du raus. Ja, egal, komm, draußen sind keine Gefahren. Können wir sie nochmal kurz rauslassen hier aus dem Käfig. Und dann hier die letzten paar Minütchen hier oder paar Sekündchen. Wie gesagt, wegen Dorfbesuchen, sobald ich dann halt eben wieder sage, ey, hier, jetzt geht's los, kann das natürlich gestartet werden, klar. Aber vorher braucht das nicht schreiben. Gucken wir mal, mit 17 Sekunden, da wird nicht mehr wirklich was gehen. Komm, da riskiere ich erst gar nicht weiter was. Komm. Die 2K sind halt das Gute. Der Rest ist halt ein bisschen bäh. Wer war halt nicht so der Rupper. Ich muss beim nächsten Mal definitiv die Qualität noch höher stellen. Die gefällt mir beim Stream, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so doll. Also ich finde das relativ pixelig und möchte ich euch beim nächsten Mal eigentlich nicht antun. Alter Barbaren, ganz nach hinten. Erstmal wichtig. Ey, die Heilerin, ey, ganz ehrlich, die sieht ja nun mal mega prall aus. Die sieht aus wie Bäm ins Gesicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine hier, ja? Ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine. So, Armee auch passt einwandfrei. Wir sagen noch ein Frost und noch, ja, das passt in Ordnung. Genau, jetzt kommt heilermäßig noch was an Start und dann können wir gleich weitermachen. So, jetzt gucke ich noch mal nebenbei noch mal einen durch. Okay, finde die Qualität in Ordnung. Okay. Ja, komm, die Heiler, Stahleisen, die Heilerin, die sieht ja nun echt schnieke aus, oder? Also, da kann man jetzt nicht sagen. Gusua Fanboy, komm, hier, komm, 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 komm. Gusua Fanboy, nee, da bestimmt nicht. Wir gucken noch mal hier nach UY 0 L C U L 8. Dafür schon für Level 115. Hut ab. Hut ab, muss ich sagen. Jetzt gucken wir uns. Ja, genau. Ich wollte schon sagen, dann müssen die Helden eigentlich relativ low sein, weil der Rest der Base ist schon für Level 115 richtig nice. Guckt mal, wir haben hier die Infernos beide auf 3. Wir haben die X-Bögen komplett gemaxt. Wir haben die Infernos immerhin schon auf 7 durchgehend. Auch nicht so verkehrt für 115. Das ist schon richtig gut. Da würde ich sagen, da wurde nicht so viel gespendet. Ja, genau. Ganz genau. Hätte mich nämlich auch gewundert. Das hätte mich auch gewundert, weil wie gesagt, da, das wäre sonst nicht machbar gewesen. Hier Mauern sogar schon auf 9, teilweise 10 und sogar schon 11. Also von daher richtig nice. Hier, du hast einen Bombenturm, den du momentan in deine Base integrieren solltest. Der bringt dir was und hier ist es halt einfach, ja, verschenkte Punkte, sage ich mal. Auf jeden Fall. Magierturm draußen, vollkommen richtig. Und auch gut geschützt. Also das passt gut, finde ich. Das ist gar nicht verkehrt. Hier zweimal. Ja, das ist nicht verkehrt. Hier schön immer im Wechsel. Das passt. Und eben auch ein auf Single, ein auf Multi. Das finde ich ist auch wirklich eine coole Geschichte. Auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Danke, Guse. Ja, kein Thema. Also wie gesagt, ich reiß mir da gar keinen aus der Krone. Ich gucke mal gerade. Mobile Gaming Star, das sagt mir auch irgendwas. So, jetzt gucken wir mal rein. Ja, das passt. Da können wir loslegen. Da sind wir safe. Er hat einen Weihnachts. Oh, Achso, er hat einen. Ja, läuft halt bei ihm, oder? Nova hat aber auch schon einen. Also mit dem Master Loader Account hatte er wohl auch schon einen. Da war ich irgendwie schon so weit dabei, dass ich das schon mitbekommen habe. Ach so, CW, ja, CW Live-Angriff wäre eventuell auch noch im Stream ganz nice. Das stimmt wohl. Da kann ich auch noch mal reinschauen. Via 2K auch nicht schlecht. Ah, hier haben wir den Vorteil, dass er beide X-Bows gerade im Bau hat. Wenn ich rein husche, dann. Ach so, ich habe deinen Kanal angeschaut. Okay. Ja, irgendwie was war da.
So ein bisschen was merkt man sich dann doch. Ich merke mir definitiv nicht alles. Aber manche Sachen sind dann irgendwie doch in mein Brain gebrannt. Brain Branding. Und dann passt das. So, jetzt muss hier natürlich was gehen, weil die Sachen müssen hier jetzt außen fallen, weil sonst war das ganze Clearing umsonst. 1, 2, 3, 4. Und Mauerbrecher-Action Deluxe. Da natürlich auch. Wir gehen kein Risiko ein. Wir nehmen direkt die Burg ein und alles passt. Und er sagt nein. Ja, yeah, ich weiß, mein Gereime ist so schlecht, aber trotzdem. Es ist immer. Es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist, ja? So. Ah, da muss es nicht sein. Also ganz ehrlich, da bringt einem einen Mauerbrecher manchmal auch richtig, richtig, richtig gar nichts. So, hier schön Rage, dass ich einfach beide Sachen. Ich habe zwei Helden also geraged. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass uns hier die Queen nicht, wer weiß, wie abgeht. Na, drei Kanonen, das zieht natürlich, klar. Jetzt geht alles auf den King. Komm, hier King, dass der nicht so müde ist. Und die Queen hier auch noch schön. Dann habe ich halt die Rage-Dinger verballert, aber die Chancen stehen gut, dass ich hier eben auch noch im oberen Bereich hier noch den Rest klar mache. Einwandfrei. Wir können ja auch einfach mal ein Rathaus freezen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Sollte man nicht unbedingt machen, könnte man aber machen. So, jetzt. Bitte, bitte, bitte. Ja, sehr gut. Ah, und dann bumm, wird er noch. Der Heiler hier noch rasiert, ey. Gibt's denn sowas? Gibt's natürlich, besonders im Stream. Passt aber, ganz ehrlich, bis auf das eine Elixierlager läuft das auf jeden Fall. Ich kam mal, also ich habe mal in Berlin gewohnt, Whitehawk 9090. Ist schon sehr lange her, weil ich bin ja jetzt nur auch nicht mehr der Allerjüngste, aber ja, ich habe mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt. So, gucken wir noch mal kurz in die. Alter, ich habe hier so krasse Probleme mit den Barbaren. Dass die halt mal gar nicht gehen. Sechs Stück hätte ich gern. Genau, muss immer wieder nachjustieren. Und dann wieder hier. Dann Truppen ausbilden. Die hätte ich gern wieder da. Und dann passt das. So, Zauberbraun. Kein brauner Zauber, sondern Zauberbraun. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hört man? Ja, klar, doch, das hört man auf jeden Fall. Das hört man auf jeden Fall. Jetzt gucken wir noch mal kurz rein. Wir haben fast 1 Million gefarmt. Elix-Bereich gar nichts gemacht. Aber wir haben schon 5 KD Elix. Das läuft auf jeden Fall. Und ich habe schon wieder die Dings vergessen. Die CB anzufordern. So, los geht's. Jetzt gucke ich noch mal kurz in den Master Loader-Account, weil ich könnte mir vorstellen, dass da, wenn er gerade hier ist, könnte auch sein, dass er gar nicht. Nee, der wird nicht hier sein. Der wird gerade irgendwo anders rumrennen. Nova, kannst du mir mal eine Nachricht schreiben, wo du dich mit dem Master Nova-Account befindest oder was du halt vorhattest? Nur mal so. Weil dann hätte ich da nochmal reingeschaut. So, jetzt gehen wir aber nochmal auf Community, weil ich gucke nochmal rein, weil wenn die Helden gerade am Schlafen sind, dann kann ich natürlich gerne nochmal Leute anschauen. 0 LG RP. LC. Ich hoffe, es war richtig. Ja. Ronaldo. Besuchen. Town Hall 11. Dann natürlich nicht gemaxt. Klar. Helden gefallen mir sehr gut. Was findest du oder wie findest du es jetzt mit den Helden noch auf 45? Das ist jetzt mal eine berechtigte Frage. Findest du es gut, weil du hast ja noch längst nicht gemaxt? Sagst du jetzt, oh, ich stehe da scheiße, weil ich habe sie jetzt wieder nicht gemaxt? Oder sagst du, oh, geil, ich finde es gut, auch wenn meine Base noch nicht gemaxt war, finde ich es trotzdem gut, dass ich jetzt die Helden nochmal weiter maxen kann? Das wäre mal eine ganz interessante Frage. Ansonsten Eagle-Artillerie am Start, Inferno am Start, das ist schon richtig nett. Hier, das würde ich anders machen, eventuell. Das würde ich anders machen, weil, klar, es sei denn, du sagst ja halt, gut, okay, ich kann damit. Ja, der Stream kommt auf jeden Fall auf YouTube, ja. Hier, guck mal, weil du verschenkst. Also klar, du kannst natürlich sagen, ey, ich brauche das Elix gerade nicht. Vollkommen in Ordnung. Aber ganz ehrlich, du kannst dich, wenn wir jetzt von Meister 3 ausgehen,
kannst du dich ohne Probleme, auch ohne so eine Taktiken oben halten, meiner Meinung nach. Das ist gar kein Thema. Also da würde ich wirklich sagen, komm, hau das mal ein bisschen weiter rein. Finde es sehr gut mit Level. Perfekt, Level 45 Helden. So, ansonsten geht mir natürlich tierisch einer ab, wenn ich Tesla Level 9 sehe. Also, ja, ziemlich nice. Ist definitiv ziemlich nice. Hier Minenwerfer Level 10. Ja, hätte ich natürlich auch gerne. Hätte ich gerne, aber ist nun mal nicht. Also, wie gesagt, da würde ich definitiv ändern, weil das ist meiner Meinung nach weder Fisch noch Fleisch, weil, ja, du guckst, dass du halt das Town Hall nicht down kriegst. Ganz ehrlich, Town Hall 11, Meister 3, nichts. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Titan 3, will mich irgendwie halten, verstehe ich. Aber so brauchst du das nicht, meiner Meinung nach. Das ist, du verschenkst die Ressourcen und ja, mehr nicht, meiner Meinung nach. Was halte ich vom Update? Sehr viel. Sehr viel wieder Schwung reingebracht in die ganze Hütte auf jeden Fall. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin jetzt nicht auf dem Zahnfleisch gegangen und habe gesagt, oh, alles langweilig, alles langweilig, alles total für den Arsch. So fand ich das nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, läuft. So, wir hauen wieder Gems raus, Leute. Wir hauen wieder Gems raus. So, ich bin mal gespannt, ob der kleine Gamer Henki hier noch an den Start kommt. Das wäre ja auch noch eine Nummer hier. So, nee, ansonsten. Habe ich jetzt momentan. Ach so, okay. Klanerstalt, komm rein. Ah, okay. Okay, gut. Schreib mal bitte, welchen Clan. Weil du hast geschrieben, Klanerstalt, komm rein. Hier könnte ich. Dann könnte ich das und das und eventuell das machen. Nö. Oh, nein. Was wünsche ich mir beim nächsten Update? Boah, na hallo. Kann ich so noch gar nicht sagen. Also, boah, mehr Loot, wa? Nee, also mehr Loot, da muss man auch ganz vorsichtig mit sein, weil ihr wisst es garantiert alle noch. Wie war es bei der Situation, als die ganzen Hacker gebannt wurden? Da ging es ja darum, halt, man kriegte mega Loot und auf einmal war es halt nicht mal mehr was Besonderes, wenn man 800.000 hatte. So, war halt ganz normal, war halt nichts Besonderes. So, weiß ich nicht. Also, man muss das auch schätzen können. Hier hätte ich gerne nur mit Kobis angegriffen. Schön Kobis rein, zack, bam, fertig. Aber der Fokus liegt ja hier auf dem Gold und das ist natürlich gar nicht so in der Nähe von dem Gold. Von daher. Klick mal auf mein Gold. Ich soll auf mein Gold klicken. Geht da normalerweise was? Kann sein. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Wie gesagt, und deswegen auch ohne Sound noch mal kurz. Also wie gesagt, wenn ihr halt nebenbei Musik hört oder sowas, macht euch halt im Hintergrund Musik an oder sowas, ganz klar. Also ich würde natürlich gerne halt raushauen, aber wenn es halt eben später auf YouTube hochgeladen wird, ist halt ein bisschen doof. Sind 15 Mauerbrecher nicht zu viel? Nein, eher zu wenig. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, ist halt wirklich so. Also, ah, Guzo Christmas. Okay, perfekt. Ja, vielen Dank, Nova. Nein, 15 Mauerbrecher sind definitiv nicht zu viel. Definitiv, es ist kein Scheiß. Also, finde ich persönlich, ist es nicht zu viel. Weil, wirst du auch noch sehen, die kann man auch, man kann auch 25 Mauerbrecher in einem Fight brauchen. Das geht. Wie hart läuft bei ihm? Wie hart bitte läuft bei ihm? Ganz normal, ganz normal, ganz normal. Und jetzt kommt das bitte. Was geht hier kaputt, Alter. Das sieht ja mal mega fresh aus, oder was? Alter. Ja, genau, ich drop erstmal schön Barbar, aber ist mir scheißegal. Er hat's verdient, Alter. Richtig krass. Ja, ich liebe Mauerbrecher. Ging ja mal hart ab, Alter. Ging ja mal richtig hart ab. Scheiße, dass der beide Infernos auf Single hat. Richtig schade.
Nett. Nett, da kommt der Gusor ganz fett. Bäm. Ja, und gibt's ihm richtig, richtig hart von der Seite. Aber mal so richtig, das volle Programm. Das volle Programm. Bam, Junge. Tja, da war ich leider zu schnell für dich. Gleich noch hier Riese rein. Gleich kurzen Prozess gemacht. Der wird gar nicht weiter geheilt, weil ich die Heiler jetzt wirklich behalten will. Der King geht in die Richtung, Queen räumt da auf und fertig. So wollen wir das sehen. So stelle ich mir das vor und anders läuft das hier nicht. Ja, haben wir uns verstanden. Glaube ich. Passt alles. So, hier wird noch ein bisschen gebartscht. Wir hauen den King raus und dann soll die Queen hier schön. Genau so. So soll das laufen. So soll das laufen hier. So, hier noch schön ein bisschen bartschen. Das war hier noch die. Den Loot hier definitiv schön mitnehmen. Genau, die Queen rennt da lang. Aber ich hätte gerne die Queen hier noch mit ein, zwei Heilern. Und hier jetzt nochmal die. Ja, die kriegen wir außer Gefecht gesetzt hier. Passt. So. Da hätte ich gerne noch die. Boah, das sollte machbar sein hier, die Goldmine. Und jetzt ist streng dich an, Mäuschen. Jetzt geht es hier mal richtig eskalativ los. Weil hier seitlich muss nochmal richtig was gehen. So, eins. Ja, der Gusua kann auch mit einem Mauerbrecher. Geht natürlich auch. So. Schön alles wegschnetzeln hier. Mäuschen. Läuft. So muss das. Hallöchen, Melf 200. Der Name sagt mir auch was. Da war wohl Milf irgendwie nicht mehr frei oder war verschrieben. Irgendwie sowas war da. Ja. Ja, Helden sind natürlich da. Kann ich natürlich dann gleich wieder loslegen. Finde ich mega nice. Ja, ich brauche gar nicht mehr machen. Passt, alles gut. War guter Loot. Einwandfrei. So, jetzt gucken wir nochmal kurz in den Truppenausbildungsstatus. Schnell ausbilden hier. Zack, bam. Zauber, alle noch da. Richtig gut. Weiter geht's. Nova, wir kommen gleich zu dir. Ich habe das nicht vergessen. Warum nicht Gilf? Gilf ist dein Granny oder was? Ja. Herr Guso weiß Bescheid. Guso, die armen Gems kommen auf die Straße. Ja, klar, logisch. Also, mittlerweile ist halt wirklich so. Fuffi sind ein Club. Also, es ist halt einfach so. Man muss es dann auch irgendwo so sehen. Man ist bis hierhin gekommen. Also, ich habe über 22.000 Subscriber. Und wenn ich dann natürlich wiederum sage, also dass ich jetzt zum Beispiel nicht hier sage, oh hier, jede Folge gibt es eine iTunes oder eine Google Play-Karte. Das ist meiner Meinung nach wiederum auch klar. Aber wenn ich dann da sitzen würde und sage, tut mir leid, ihr müsst jetzt irgendwie eine halbe Stunde warten, weil meine Helden sind halt einfach noch nicht ready. Das ist irgendwo dann auch irgendwo am falschen Ende gespart. Ich meine, dann muss man halt mal. Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt schon ewig keine Gems mehr aufgeladen, aber dann muss man halt eben mal sich gönnen. Das ist dann so. Also, weil, wie gesagt, das kann ich euch nicht antun, dass wir hier eine halbe Stunde warten und irgendwie um heißen Brei rumreden. Wir machen irgendwie in dem Stream irgendwie 2K Dunkles und das war's. Na toll, ihr wollt ja auch ein bisschen entertained werden, oder? Also, das muss man dann auch irgendwo sehen. Hier hätten wir wieder die Chance, richtig schön Loot zu machen und ich würde gerne. Ich würde gerne von einer Seite reingehen und die komplett auseinandernehmen. Ich würde die gerne komplett auseinandernehmen. Das ist mein Ziel. 26 Mauerbrecher. Hashtag läuft. Definitiv. Jetzt muss ich hier richtig fresh gucken. Also klar, mir rennt natürlich dann schnell die Zeit weg, aber ich denke, das kriege ich trotzdem hin. Zack. Drei. Heiler da noch rein, dass ich von zwei Seiten halt immer schön ordentlich Kante geben kann. Das muss hier richtig gut laufen. Also wirklich, das ist das Ziel. Das ist wirklich das Ziel, hier richtig schön den komplett ohne viel Ressourcen halt auszugeben, richtig schön abzuliefern. King darf definitiv nicht down gehen, das ist ganz klar. Und dann bam, down. Bums. Dann nehme ich hier jetzt meine CB-Truppen.
Ja, schade, schade mit den Heilern hier. Definitiv, aber ich denke, das sollte trotzdem alles klappen. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Aber wir werden sehen. So, jetzt werden wir gucken. Ah, der King wird garantiert richtig gut auf den Sack bekommen hier. Komm hier. Können wir draußen noch ein bisschen was reißen? Queen kann auch noch gezündet werden, also das passt auch. Und hier halt wirklich, dass der Loot noch klar geht, auf jeden Fall. Dass der Loot halt wirklich klar geht, dass das passt. Ich werde jetzt hier dafür keine Spells raushauen und naja, man könnte ja noch und wie auch immer. Das ist dann auch irgendwo Quatsch. Aber Ziel war halt wirklich, die komplett zu plätten. Wäre nice, wenn es halt was wird. Oh, ich sehe, ja, ich sehe gerade, da habe ich sogar noch einen Rage. Dann haue ich die noch rauf, alleine weil die Queen dann noch genutzt werden kann im nächsten Durchlauf. Das war das Ziel. Das war das Ziel. Definitiv eingefahren. Läuft. Das ist schön. Das ist cool. Nico, Feuerwehrmann bin ich schon seit einer ganzen Weile. Die Sache ist halt einfach die, ich habe das sonst nicht so doll erwähnt. Also ich bin schon seit einer ganzen Weile, weil die Sache ist einfach die, man wird nicht einfach so von heute auf gleich Atemschutzgeräteträger. Also sprich, ich bin wie gesagt derjenige, der dann auch wirklich ja in die Flammen reinrennt. Und das wirst du nicht einfach so, dass du sagst, gut, okay, ich melde mich bei der Feuerwehr an, ich will hier dabei sein, gib mir mal hier ein bisschen was in der Hand und fertig. Nein, so läuft das halt nicht. Man muss dafür schon geeignet sein, man muss einige Tests logischerweise durchlaufen, ganz klar. Und dann nach und nach wird man dann halt immer vom Rang her, sage ich jetzt mal, höher, dass man sagen kann, gut, okay, jetzt wirst du halt Atemschutzgeräteträger, wenn du dich dafür interessierst. Wenn du natürlich sagst, ich möchte halt eher dafür sorgen, dass die anderen halt Wasser bekommen, dann ist das auch kein Thema. Da ist man kein Wasserträger, sondern zum Beispiel Maschinist, dass man halt die Geräte so bedient, dass da halt eben vorne dann auch Wasser ankommt. So viel dazu. Wie viel entfernte Hindernisse? Ja, kommen wir auch gleich zu, aber ich würde gerne jetzt noch mal gucken. Clans. Ich gebe mal einfach nur Guzu ein. Dann müssten wir hier Guzu Christmas haben. Und hier haben wir Nova besuchen. Aha. Nee, Berufsfeuerwehr nicht. Nein, nein, Berufsfeuerwehr nicht. Ich denke mal, da soll ich jetzt reinkommen, wa? Ich glaube, ihr wisst, was jetzt los ist. Ihr dürft gerne in den Clan reinkommen. Und zwar verlasse ich jetzt den Clan. Jetzt beitreten, Community, Clan beitreten, Lesezeichen. Zack. Ihr dürft rein. Ihr dürft rein. Viel Spaß damit. Und dann können wir gleich loslegen. Mal schauen, ob wir hier noch was haben. Ne, also wie gesagt, Berufsfeuerwehr, das wäre mir dann eine Nummer zu heikel. Beziehungsweise halt, das ist halt auf freiwilliger Basis. Dann wäre es ja so, dass ich dafür halt wirklich auch bezahlt werden würde. Das ist ja nicht der Fall. So. 2K. Ganz ehrlich, die 2K könnten wir uns schon gönnen. Aber der Rest ist halt schlecht. Nee. Kaum was neu, oder? Na, doch, 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 ist schon einiges neu. Ist schon einiges neu. Was hört da raus? Also, ich habe eigentlich keinen auf den Arm genommen.
wenn es jetzt darum ging. Also mit Feuerwehr und sowas. Das war kein auf den Arm nehmen. Ja, wie gesagt, wenn er da mal mehr wissen wollt dazu, ich habe mich vor kurzem erst, also jetzt, als ich das Bild auf Facebook gepostet habe, hatten wir gerade eine Übung. Und da habe ich mich nochmal mit jemandem unterhalten, weil ich mich da auch so ein bisschen bedeckt halten wollte, grundsätzlich. Mit Videos über Feuerwehr und so weiter und so fort. Weil ich mir halt auch dachte, naja, vielleicht mag das irgendjemand nicht. Und dann gibt es da Ärger. Kann es ja garantiert ganz schnell geben. Und dann sagte der aber auch, naja, hier, wie gesagt, wir könnten ja mal Video und so weiter und so fort. Und dann sage ich, naja, du, ich habe auch Quadrocopter und so weiter, wir können hier mal richtig loslegen. Das ist natürlich dann so eine Sache bei YouTube hochladen, das dann glaube ich nicht mehr. Aber ansonsten ist es natürlich eine coole Nummer. Und dass man auch mal hier und da, was weiß ich, dass ich mir mal, wenn ihr das mal sehen wollt, die Klamotten halt von der Feuerwehr halt mit nach Hause nehme und mir die halt Montur mal anziehe und mal ein bisschen was dazu erkläre oder sowas, das sollte auch machbar sein. Das ist nicht so. Wie gesagt, ansonsten halte ich mich da bedeckt. Aber wenn da Interesse besteht, ist das nicht das Thema. Ja, die war jetzt nicht unbedingt so clever. Ja, genau, in die Richtung wollen wir, weil wir wollen natürlich jetzt hier noch richtig schön abluten. Das ist ja wohl mal ganz klar. Hier muss richtig Loot gehen, weil hier die schön, da muss schon einiges gehen noch. Na, wenn ich jetzt die Klonzauber. Nee, die Klonzauber will ich nicht. Ja, schön läuft. Die Riesen kümmern sich schön um die Flugabwehr. Richtig cool. Nee, also Stahleisen, das ist kein auf dem Arm nehmen. Nein, ich bin wirklich in der Feuerwehr. Das ist definitiv wirklich so. Ach so, ihr könnt das garantiert auch googeln. Hey, ihr könnt das googeln. Und zwar einfach mal Freiwillige Feuerwehr Baderup eingeben. Das ist kein Geheimnis, könnt ihr machen, gerne. Dann müsst ihr da auf die Homepage Freiwillige Feuerwehr kommen. Können wir gleich mal kurz im Stream ganz, ganz kurz anschneiden. Und da seht ihr das. Da seht ihr den kleinen Boy dann auch auf dem Gruppenfoto. So, jetzt gucken wir mal hier. Soll ich? Doch, ich glaube, den mache ich sogar noch hier. Weil ich denke hier, dass die Queen hier nochmal die hier schön beide definitiv wegsnackt. Ganz genau. Zack, 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 zack. Und dann jump mal darüber. Und dann kriegst du nämlich noch den nächsten Sammler klar. Ganz genau, Mäuschen, läuft bei dir. Zack, das war das, was ich sehen wollte. So funktioniert das hier. Ist in Ordnung. Läuft. Loot. Ab jetzt Feuer. Wie gesagt, ab jetzt nicht. Schon die ganze Zeit gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ganz schön viele Mauerbrecher jetzt. Wirklich. Es ist immer gut. Schnell ausbilden wollen wir. Wir gehen aber erstmal auf die Heiler, weil die uns halt wichtig sind. Genau. So ist die Konstellation gut. So ist die Konstellation gut. So passt das. So, zack, zack, zack. Zauber passen auch noch. So, ich mache jetzt mal ganz kurz hier. Ich Clash of Clans Wiki. Und zwar Google. Und dann FFW Baderup. Yeah! So, und zwar, da ist der kleine Boy. Yeah! Und ja, so sieht das halt aus. Könnt ihr einfach mal vorbeigucken. Für diejenigen, die es halt interessiert, ist es halt eine nice Nummer. So. Nochmal schön Werbung gemacht hier. Bäm! Schön Geld eingesteckt hier. So, das drei. Na, nee, drei Heiler ist mir noch ein bisschen zu tricky. Aber die müssten gleich fertig sein. Ja, genau. Dann mit vieren kann ich es nämlich wieder loswagen. Alles alte Knacker. Ja, da, teilweise schon. Klar, logisch. Logisch, auf jeden Fall. Aber ja, das ist ja immer das Wichtige, dass man halt immer wieder Nachwuchs ranbringt. Und deswegen, da bin ich natürlich im genau richtigen Alter mit 30. Man weiß, was man macht. Man kann sich auf denjenigen dann halt verlassen. Und dann, ja.
Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Ist eine berechtigte Frage, kann ich natürlich raushauen. Und zwar mein Nachbar. Also sprich, ich habe ja ein Haus gekauft und war mehr oder weniger gleich das Erste sozusagen, was der Nachbar raushaute. Ja, hier, dann du bist hierher gezogen, dann hier jetzt Feuerwehr. Und ich so, ja, okay. Ich war früher mal in der Jugendfeuerwehr, aber das ist eine ganze Weile her. Und da war es halt wirklich so, da wurde halt nur der Durst gelöscht. Und oh, das ging mir echt auf den Sack. Also ganz ehrlich, wenn dann irgendwie der Jugendwart da ordentlich einen Tee hat im Zeltlager, das muss dann irgendwo nicht sein. Ganz ehrlich, das hat mir ein bisschen sehr angekotzt. Und ja, da war auch irgendwo nicht so der Spaß dabei. Es war halt ein bisschen boring. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, okay, komm, das muss den irgendwann nicht mehr geben. Und ja, dann bin ich halt durch meinen Nachbarn wieder dazugekommen und war halt echt positiv überrascht, dass es halt doch auch eine andere Möglichkeit gibt. Also nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Feuerwehr. Und das fand ich cool. Ja, so sieht's aus. So bin ich wieder zur Feuerwehr gekommen. Hier haben wir einen Skelettzauber. Ziemlich nices Objekt. Ja, und keinen verwendet. Keinen von den 21 Mauerbrechern verwendet. Wie lange streamst du noch? Oh, ja, ich sehe es gerade. Ja, na, ein bisschen. Ein bisschen, denke ich mal, wird es noch sein hier. Guck mal bitte. Guck mal bitte, ob noch jemand anders streamt. Weil ich finde 68, ich meine, vielleicht ist auch gerade nicht so viel los oder wie auch immer. Aber ich finde 68 sind eigentlich ein bisschen wenig. Normalerweise habe ich ja durchschnittlich immer so um die 100. Da hängen wir ja heute ein bisschen hinterher. Da ist ja heute ein bisschen wenig. Also keine Sorge, nicht, dass ihr denkt, hier, oh, hier lohnt sich das nicht, wenn er hier nur 60 Subs hat oder 60, die zuschauen. Nein, 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 so ist natürlich nicht. Bloß wäre natürlich für mich interessant, dass ich sehen würde oder wissen würde, ob es eventuell an jemandem liegt, der halt selber auch noch streamt. Das war nichts. Das war, pff, naja. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Wir sind bei 2 Millionen, die wir mittlerweile im Goldbereich gemacht haben. Und bei 8K im DLX-Bereich. Passt, wir können gleich wieder angreifen. Machen wir auch. Also wie gesagt, hier geht es Schlag auf Schlag. Und das ist halt auch der Sinn und Zweck der Sache. Ah ja, okay, Trimax, aber Trimax wird ja, genau, der Trimax wird ja nur CR zocken, was heißt nur, wird ja CR zocken und von daher eigentlich, ja, nichts machen. Ja, Stahleisen hat es gerade gesagt, der eine Relevanz hat, ganz genau, so ist es halt wirklich. Das ist halt echt so, teilweise, man hat Bock auf den Stream, also man möchte den Stream schauen. Und dann hast du halt wirklich nur diese, die es halt gerade einmal angemacht haben und sich denken, gut, okay, ich probiere es mal so nach dem Motto. Ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann schon doof. Und dann freue ich mich halt zum Beispiel, wenn halt ein Gamer-Hanky zum Beispiel am Start ist. Finde ich dann schon ziemlich geil. Weil der halt dann echt nochmal auch abliefert und halt auch gut dabei ist. Und das finde ich dann ziemlich nice. Und da darf es dann halt auch gerne mal jemand sein, der halt dann nochmal ein paar mehr Subs hat. Ganz klar, da guckt man natürlich dann schon lieber hin, ganz klar. So, hier, Queen wird jetzt nicht geroastet. Auf keinen Fall, das passt noch alles. Ich überlege, ob ich jetzt schon rage. Ja, komm, ich hau die, nee, Ability nicht, aber ich hau den Rage jetzt rauf. Einfach, dass die schön hier abliefern kann. Dann hat sie noch die Ability. Und dann sollte das passen. Hier hätte ich noch einen Freeze sogar. Kann ich beide? Ja, ich denke. Ah, ja, ärgerlich. Ich dachte, der X-Bow bleibt halt noch. Aber gut, passt. Luftabwehr muss jetzt down gehen. Ganz genau, einwandfrei. Und dann sollte ich hier, denke ich mal, auch ganz easy hier noch das LX haben. Das sollte ich hier definitiv nach Hause bringen. Sollte ich hier. Wäre schön und so. Genau. Jetzt gegen die Queen, ganz genau. Schön gegen die Queen gegen. Ah, soll ich den Freeze jetzt raushauen für die Luftabwehr? Nee.
Nee, ich riskiere es. Ich poker. Nee. Nee, 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 nee. Schade. Aber so ist das. Geht aber. Ist okay. McDuffie, jetzt sehe ich das erst. Ja, hab ich wirklich nicht gesehen. also jetzt sehe ich es wirklich mal. Dann schreib mal, was du hast. Das habe ich. Es ist absolut gar nicht böse. Das ist halt wirklich. Dann kann gut sein, dass man schnell mal einen übersieht. Das ist nicht irgendwie böse gemeint. Oder böse gedacht oder gewollt. Ja, hätte ich den Fuß lieber raus. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ganz klar. So, hier, zack, zack, zack. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Aussieht vor allen Dingen. Aussieht mit den Boosts. Ja, ganz genau. Die sind nämlich abgelaufen. Deswegen hören wir jetzt auf. Nein, wir boosten noch weiter. Ja, die sind hier gleich alle durch, die Boosts. Und dann passt das. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen, wenn ich kurz mal pinkeln gehe. Ich würde gern live ansehen von KSA. Also nicht ich, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Bis gleich. Guckt euch den an, freut euch drüber, bin gleich wieder da. Jojojo, da kommt er wieder. Pinkeln ist Teufelswerk. Ach so. Na, hoffentlich nicht. So. Weiter geht's. Oh. Ey, es ist auch ein cooles Gefühl, wenn die Hände gewaschen sind, so. Ja, weiß ich nicht, wie man es beschreiben soll. Sind sie halt gewaschen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist cool. Ja, es sind die kleinen Sachen im Leben. Auch mal die Hände waschen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir. Ja, komm, wir suchen noch mal hier jemanden. So, ach so, hier, McDuffie schreibt gerade. Ja, komm, komm, das kriegen wir hin. Kuckuck. GU 908P. Besuchen. Ich habe gerade ein Handy gehört, was. Kleinen Moment, ich muss mal gerade gucken. Ich habe gerade ein Samsung-Device gehört, wo der Akku leer sein soll. Kleinen Moment. Ich muss mal gerade gucken. Oder ist das mein iPad? Kleinen Moment bitte, ja. Dass ich das gesehen habe, weil der Akku von dem Tablet, was ich auf Arbeit benutze, der war down, obwohl ich den eigentlich geladen hatte. Und das wäre natürlich doof gewesen, wenn man den jetzt nächsten Tag halt nicht zur Verfügung gehabt hätte. Das wäre richtig scheiße gewesen. So, ja, los geht's. Wir haben ein schönes Town Hall 9, ein richtig schönes Town Hall 9 und Xbox.
Drinne richtig nice auf jeden Fall. Schön verteilt mit Flächenschaden und Einzelschaden und auch mit der Luftabwehr. Also gefällt mir richtig gut. Queen haust du noch auf 15, da hast du halt wirklich Level 3 von der Ability. Das läuft richtig nice. Mir wären eventuell die Magiertürme ein bisschen zu weit draußen, weil man die relativ gut wegschnipseln könnte. Aber irgendwo müssen sie auch stehen, muss man ganz ehrlich sagen. Von daher passt das. Eventuell überlegen, ob du den Luftfeger direkt hinter die Luftabwehr stellst. Kannst du einfach mal probieren. Einfach mal just for fun. Probier's mal. Ich bin das nicht, Guso? Okay. Schade. Okay. aber warte mal. Community? QQ GU 90 8P. Ach so. Das ist dein Clan-Kürzel. Ja, ich sagte am Anfang immer, bitte den, bitte nicht, bitte das Dings schreiben. GU, das Spielerkürzel. Dass man da nicht durcheinander kommt. Darum geht's nämlich. Darum geht's nämlich. Dass man nicht durcheinander kommt. So, und zwar sucht bei Clan, ja, ist klar. Ömer Faruk. Da. 87. Ich würde sagen, Max 8. Ja, 6er, ja, passt. 4, ja. Max 8. Würde ich auf jeden Fall sagen. Doch. Mir gefällt es immer gut. Fläche und Einzel immer schön verteilt. Das passt gut. Und jetzt gucken wir mal. Hier, das Gold hast du sozusagen ein bisschen mehr geschützt, sage ich jetzt mal. Weil du halt, also ans LX kommt man ein bisschen einfacher ran als ans Gold. Weil, wenn man jetzt denkt, oh naja, hier Gold mache ich ganz easy platt, kommt man ja nicht so gut ran. Weil, wenn ich, muss ich hier erstmal hier clearen, logischerweise. Und von daher kommt man hier ans LX dich besser ran. Was ja für dich relativ egal ist, weil du wirst alles geupgradet haben. Ich gucke mal gerade auf die Truppen. Das sieht so aus. Ja. Hält eben auch schon auf 10. Richtig geil. Ab nach oben mit dir. Also hier jetzt nur noch die letzten Mauern. Cooles Ding ist. Nur wenn die. Genau. Ist nur. Ja klar, wenn die Truppen ebenfalls sind. Ja klar. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Man muss schon auch auf die Truppen achten. Da hast du recht. Das ist klar. So, jetzt gucken wir mal. Ob wir. Ja, komm. Hier, Queen, schubsen wir nochmal kurz dann hier. Schubsen wir mal kurz von der Bettkante. Bam, Junge. Mach mal was für dein Geld hier. Also mit dem Gold gefällt es mir richtig gut, dass wir da schon so gut dabei sind. Elix, naja, nicht so wirklich. Da haben wir nicht viel gerissen, aber DE passt auch. So, können wir. Wir haben zweimal. Kommt, Leute, hey, jetzt geben wir Gas. Jetzt geben wir echt Gas und zwar hauen wir raus und zwar. Wir können Freeze machen. Nee, hier, wir machen es anders. Wir, genau, wir clearen. Wir clearen komplett. Und dann ist nämlich der Single Inferno egal. Bei Barge, sage ich mal. Und wenn wir dann fertig sind, dann kommt hier jetzt schön richtig einmal. Ihr könnt sehen. Ja, ich gehe hier richtig auf Eskalation. Ja. Und dann kommen jetzt hier richtig die Truppen an den Start. Und. Alles rein, hier, komm, zack, Inferno, freeze das Ding, weg ist das Ding und jetzt hier richtig einmal hier auch noch ein Jump rein, scheiß drauf, wir haben's doch, egal. Und jetzt verkacke ich voll hart, das wäre nicht so gut. Jetzt muss ich halt bloß auf den Inferno achten, dass der Inferno halt, ja, ganz genau, dass der Inferno halt nicht zu sehr hier eskaliert, weil sonst habe ich halt den King nicht mehr.
Jo, das passt. Ja, und sobald der Inferno umspringen möchte, will er aber noch nicht, dann nehme ich sogar noch das Town Hall mit, klar. Und dann vielleicht sogar noch das Goldlager. Nee, die Mauerbrecher wären echt zu krass, wenn ich die jetzt auch noch wegballere. Hätte ich nicht, ganz ehrlich, und das ist wieder so eine Situation, wo man sagt, ey, geil, dass man nicht aufgegeben hat. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, oh naja, hier wird hier tot und wie auch immer. Und alter Verwalter. Alter Verwalter. Und jetzt, ja klar, dann zack, da brauchen wir gar nicht, dann geht der Inferno natürlich los. Aber da muss man halt echt sagen, gut, dass man nicht aufgegeben hat. Das ist cool. So, Queen kann auch gleich wieder. So, ich möchte kurz nochmal wieder schauen, wie es momentan aussieht. Gucke ich mal nochmal. Jetzt fängt es langsam an, richtig interessant zu werden mit dem dunklen Elixier. Wir sind bei 12k mittlerweile, die wir gemacht haben. Und im Elix eine Million knapp und goldmäßig weit über 2 Millionen. Das ist nett. Gucken wir mal kurz. Zack. Genau, und dann auch gleichzeitig die Mauerbrecher hinten ran. Und dann schnell ausbilden auch gleich noch. Oh, jetzt. Ah, jetzt sehe ich, dass die. Die sind jetzt definitiv auch weg. Und der Boost ist auch dort weg. Kommt, Leute. Wir haben noch keine Zeit hier. Muss abgeliefert werden. Guck mal. Jetzt kommen die Heiler nach und nach. So, genau. Dann ist jetzt natürlich wieder Zeit, um ein bisschen zu gucken. Hier, Topstar, GP. Da gucken wir nochmal rein. Wie gesagt, bitte immer die Spieler-ID. GP J 20 PV. Stream geht um und bei, ja, bis jetzt. Also ein bisschen noch, sage ich mal. Nicht mehr so wesentlich lange, weil ich muss noch schneiden. Ich habe danach noch ordentlich zu schneiden. An sich Town Hall 12, Town Hall 12 vor allen Dingen, Town Hall 10. Hier fällt mir gleich natürlich ein Magierturm, klar. Queen auf 25, King auf 20, das passt. Das passt auf jeden Fall, das ist nice. Inferno ist nice. Hier schön beides. Einzel- und Flächenschaden, einwandfrei. Ordentlich am Upgraden alles. Ordentlichst am Upgraden auf jeden Fall. Ich sehe nirgendwo ein ZZZZZ über eine Bauhütte. Nee, ist nicht der Fall. Richtig gut. Schön dabei. Die Lager gut verteilt. Klar. Richtig nice. Passt. Passt auf jeden Fall. Nee, cool. Und hier, wie gesagt, so eine Sachen halt gut für eine Falle. Immer wieder gut. Kann man gut mitarbeiten auf jeden Fall. Mauern sind fett. Passt. Einwandfrei. Und wie gesagt, das mit den Lagern gefällt mir. Dass du halt dazwischen noch den Magierturm eventuell, na bloß du hast hier vielleicht noch eine Falle, ansonsten eventuell noch eins nach vorne, dass du halt noch ein bisschen mehr Range machst, könnte ein Vorteil sein. Behalt mal im Auge. Einfach mal ausprobieren, eins nach vorne und dann mal gucken. Würde ich sagen. Ansonsten hier zum Beispiel komplett richtig, dass du eins nach hinten gesetzt hast, weil der hat ja eh nicht diese Range. Von daher einwandfrei dafür. Passt. Läuft. Cooles Ding. So, ich mach mal wieder einen Attack. Ja. Ich guck mal. Genau, jetzt kommt. Ja, komm, die Zeit haben wir auch noch. Und dann. Ja, dann kann ich es mit ein paar weniger Mauerbrechern mal ausprobieren.
Sollte aber auch machbar sein. Aber mit dem Gold, ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, dann werde ich so weit farmen, dass ich eventuell. Es wäre natürlich ziemlich geil, aber 7,2 Millionen, weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch auf der Reihe kriege. Aber es wäre natürlich eine Nummer. Wäre natürlich echt geil. Ja, ich habe mich, also Ronaldo schreibt, machst du wieder CW? Ja, ich habe mich jetzt wieder auf grün gestellt. Solange halt die Queen da noch nicht upgegradet werden kann, kann man ja halt auch nochmal ein CW durchziehen, auf jeden Fall. Ah, hier könnte man eigentlich sneaky sein und den wegsnacken hier. Der ist nämlich leer, der ist aber wiederum voll. Ganz ehrlich, ah, da ist mir egal, denn ich meine, weggebartscht einfach. Wenn ich hier halt wirklich irgendwie ein Tausender ungefähr im Bohrer habe, dann kann ich da nicht einfach sagen, nö, mach ich nicht. Guten Abend, King Plays WMAX. Ich hoffe, dass der Minenwerfer nämlich nicht zu hart splasht. Aber guckt mal, was da geht. Guckt mal, was da bitte geht. Guckt mal bitte, was da geht. Was habe ich bitte gesagt? Ein Tausender im Dunkeln in diesem Kackbohrer? Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Mir geht's sehr gut. Richtig nice. Das ist halt wirklich das. Man muss halt wissen, was bewirkt das und was ist da drin, wenn der halt voll ist und wie auch immer. Wissen garantiert viele, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh, nice. Oh, nice. Außenrum, nur außenrum. Und er hat schön die Luftabwehr drinne. Ah, sehr gut. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, von welcher Seite wir starten. Von hier wäre es ziemlich nice, lang zu laufen. Ich würde aber trotzdem von hier starten. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier. Da kommen wir nicht hin. Deswegen würde ich das gleich mit dem Zeug hier fertig machen. Genau, und jetzt schön ganz gechillt mit der Queen außenrum. Ganz chillig. Alles mitnehmen, was halt geht. Hier nochmal. Der King ganz gechillt. Also da weiß ich hundertprozentig, der kann meiner Queen nicht wirklich dolle das Wasser reichen. Also von daher ganz, ganz, ganz easy. So hier, jetzt, das lasse ich mir nicht gefallen. Aha, Mist, ich habe nicht mit dem Minenwerfer gerechnet. Ja, weil ich wollte mir das nicht gefallen lassen, dass hier halt der Bogiturm hier meine Heiler hier killt. Aber, oh, warum willst du jetzt da rein? Na komm, dann lasse ich dich rein. Hier, komm, dann geh hier rein. Dann geh. Aber danach geh bitte wieder raus. Wäre cool, wenn du das machst. Weil draußen spielt die Musik. Weil noch hätte ich hier gar nichts gerissen. Noch wäre das hier total für den Hintern. Ich meine, die gegnerischen Dev-Gebäude sind natürlich auch gar nichts. Muss man ja mal dazu sagen. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie die Queen wieder rauslocke. Ja, genau, in dem Bereich. Ah, das ist nice. Nice, komm, 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 komm. Bam, genau. Und jetzt seht ihr, wie schnell man irgendwelche Mauerbrecher irgendwohin ausgeben kann. Geht alles. So, aber dann, wie gesagt, schön raus, dass du wieder schön an Minen und Sammler rankommst. Ah, ich meine, im Lager ist noch ein bisschen was, aber jetzt nicht die Masse. Luftabwehr weg, ganz genau. Ja, genau. Und jetzt kill die andere Queen schön hier. Ability. Lukas schreibt gerade von wegen Smart Turtle. Welche Erfahrungen? Wie gesagt, ich kann wirklich nur Gutes sagen. Also ich habe meine immer noch hier am Start und wie gesagt, wenn die halt nicht mehr so kann, wäschst du die halt ganz normal ab. Da gibt es dann sogar noch Reinigungshinweise, wie auch immer. Ich habe die wirklich nur mit Wasser abgewaschen und die klebt wieder wie Sau. Also von daher echt, echt nice. Also wirklich, wirklich gut. Kostet zwar echt Steine, muss man wirklich sagen. Also ich glaube irgendwie 30, 32 Euro, irgendwie sowas. Aber Smart Turtle echt läuft. Ist nice.
Besonders halt wirklich, wenn man halt irgendwie was Rutschiges normalerweise sonst hat und eben irgendwie am Tisch irgendwie zocken will oder sowas, ist das schon echt richtig cool. So, hier hören wir auf, passt. Netter Loot, passt. Was ist denn Smart Turtle? Einfach mal, du hast es schon komplett richtig geschrieben. Einfach mal bei Amazon oder googeln. Smart Turtle ist eine Halterung, beziehungsweise halt eine, ja, doch eine Halterung für ein Tablet. So. Kannst du in meine Videos einfach anschauen. Einfach Smart Turtle Gusua eingeben und dann siehst du das. Schnell. Dun 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 dun. Ich guck mal gerade hier. Ah, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das sieht echt richtig gut aus. Ich hau gleich noch mal raus hier. Ich hätte gern noch ein. Ja, ein Heiler wäre noch ziemlich nice. Ach komm, hier. Shit drauf. So. Gerne noch ein paar Bogies und ein paar Barbs. Und dann passt das. So, passt. Die sind auch schon soweit am Brauen. Passt. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf die Jagd. Magierturm auf Max oder Bogietürme auf 12. Magiertürme. Loot ist gut. Loot ist gut. Wir sind voll dabei. Ja, hier kann ich schön bartschen und hier kann ich schön mit der Queen ran. Passt doch. Ja, einwandfrei. Hier kann ich richtig. Oh, das ist ja mega nice. Hier schön die Luftabwehr, schön sneaky mit den Barbaren killen. Das tut mir ja schon fast leid um ihn, Alter. Oder für ihn. Aber auch nur fast. Und wieder gar nicht auf die Queen geachtet. Jetzt sehe ich, dass er irgendwo ein bisschen angehittet wird, sage ich mal. Muss ich gleich mal reagieren. Gucken wir uns das mal an. Ja, passt, alles gut. Da muss er durch, die Maus. Da muss er durch. So, hier, guck mal. Zwei Mauerbrecher. Passt auch. Haben wir den King im Spiel. So, und jetzt wäre es natürlich cool, wenn das Gold hier auch noch fällt. Wäre nett. Aber hier sehen wir auch. Hier sehen wir. Aha, wir sehen, wir müssen noch rein. Habe ich ja voll verplant. Wir müssen ja rein. Rein muss er. Kriegen wir hin. Kein Ding. Junge. Bam. Was habt ihr zu Zuschauer-LP gesagt? Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Weil er sagt ja auch, er will ein bisschen was neu machen und weniger und dann aber mehr auf Qualität und wie auch immer. Ich bin da nicht so ganz im Bilde, sage ich mal. Würde mich aber mal interessieren, ob ihr da eventuell im Bilde seid und wie ihr das so handhabt, wie ihr das findet und so weiter und so fort. Das würde mich mal interessieren. So, jetzt machen wir hier mal einen Rage. Einfach mal so, weil wir es können. Ich würde mal fast sagen, das sieht nach. Alter, die Heiler wurden ja mal richtig rasiert. Aber das sieht schon mal richtig, richtig nach schön kaputt gemacht aus, würde ich sagen. Ja, aber jetzt ein nächster Zauber lohnt sich nicht mehr, finde ich. Vielleicht um die Queen dann noch ganz zu behalten, aber jetzt nicht um den King da zu heilen. 50 Sekunden, vielleicht. Ja, komm. Ability, sobald der eine Minenwerfer weg wäre, wa? Na, komm hier jetzt, Ability, dass die Zeit nicht, wer weiß, wie lange wegrennt hier. Ja, dann ist jetzt auch verloren hier. Zack, zack, zack. Tesla noch schnell weg. Ja, passt. Minenwerfer. Ja, aber wie gesagt, da auch kein Spell mehr. Nee, hätte bringen können, klar, aber nee. Passt, ist in Ordnung. Komm, ganz ehrlich, der Loot ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Passt. Yeah, der Clan Großenhainer vor allen Dingen, Alter. Großenhainer, kommt aus Großenhain oder was? Ja, grüß mal alle.
die aus Lambertswalde kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Und jetzt so, huh? What? Ja, genau, Alter. Die Homies. So, machen wir mal eine Anfrage. Und dann müssen wir da mal kurz reingucken. Sorry, ich habe gerade richtig schlechtes Internet. Ja, genau, schaust du den Rest auf YouTube. Ganz genau, so ist vollkommen richtig. Ganz genau. So, Clan. Ja, komm. Komm, den großen Händler müssen wir ja mal hier so. So, wie heißt du da? Tombo. Hä? Also, den Clan gibt's. Das ist nicht das Thema. Aber. Oder gibt es noch mal einen? Nee, ist nur großen. Großenhainer, so wie man es halt spricht, ja. Also, ich kenne ja Großenhain. So ist das nicht. Zeig den Angriff im Stream. Welchen Angriff? Den? Ach, den. Okay, gucken wir mal. Also. Schreib mal dann noch mal. Oh, nice. Luke, Alter, läuft bei dir. Ja, schöner Queen Walk, würde ich sagen. Oder A, oder Großenhain. Ja, das ist ein Unterschied zwischen Großenhainer und Großenhain. Ja, okay, gucke ich gleich mal rein. Ah, hier wollen wir sehen, hier wollen wir sehen. Ich meine, 14er Queen reicht vollkommen aus. Wie gesagt, reicht vollkommen aus. Auf jeden Fall. Ohne Probleme. Oh, Dings hat was geschrieben. Das will ich noch mal kurz gucken. Kevgo hat was geschrieben. Nee, bin ich nicht. Ich lass mal den Stream hier weiterlaufen. Ich wollte schon sagen, Kefko hat geschrieben, aber das war in dem Fall Clash Kefko. Und nicht Kefko Around. So, zack, passt, läuft, einwandfrei. Ich würde mal sagen, lief ganz gut mit der Queen bis jetzt, wa? Genau. Und so mache ich es ja auch, dass ich dann halt eben wirklich noch den King und dann halt, wenn ich noch wirklich Heiler habe, dann halt eben auch noch die Heiler auf den King. Einwandfrei läuft. Ganz genau. Richtig schön leer gemacht da. Und das hat sich halt auch noch gelohnt, wenn man dann sagt, oh, ich habe nur noch 30k oder sowas, die ich kriegen kann, dann lohnt sich sowas nicht. Aber so lohnt sich das. Und wir haben noch die Bogies. Das passt auch. Ganz genau, vollkommen richtig, schön abgeliefert. So muss das sein. So, jetzt gucken wir noch mal kurz in den großen Einklaren. Es sei denn, ich kann. Nee, ich kann noch nicht. Das lässt mir jetzt keine Ruhe hier. Nee, Lösezeichen nicht. Großen Ein. Ah, den wird es wieder öfter geben. Bestimmt. Ja, genau. Gucken wir mal kurz durch. Da ist Tombo. Auch gut gespendet, passt. Poison Scorpion sagt mir auch was. Poison Scorpion sagt mir was. Auf Instagram. Mauern gefallen mir. 126 passt. Ich finde die Kombo hier ein bisschen komisch. Also klar, hier wirst du natürlich Tesla drin haben, denke ich mal. Aber du hast. Ich weiß nicht, ich würde die eventuell irgendwie dazwischen machen. Also ich habe mal gerne wirklich den Magierturm zwischen den zwei Lagern. Das finde ich irgendwie more sexy. Muss ich so sagen. Aber ansonsten passt das. Expos richtig nice, auf jeden Fall. Hier so zum Beispiel. Aber genau, dann eher so, den noch ein bisschen weiter ranschieben und dann passt das. Der ist mir zu weit draußen. Der ist mir zu weit draußen, genauso wie der. Das wäre mir alles zu weit draußen. Dann eher wirklich sagen, gut, okay, komm, hier, pass auf, Bombenturm nach vorne. Der macht halt nochmal direkt in seiner Ecke halt direkt vor sich halt Schaden. Finde ich dann eher interessant. Den Bogenturm halt noch hoch. Mit den Dingern vollkommen in Ordnung. Muss man aber auch aufpassen, ganz ehrlich, muss man echt aufpassen. Wenn man weiß, man ist öfter inaktiv und
kann die Bohrer nicht absammeln, dann ist sowas natürlich auch richtig für den Hintern, dass dir das mal richtig um die Ohren fliegt. Wenn du weißt, du bist halt nach deinen 12 Stunden oder wie du halt angegriffen wirst, bist du halt wieder online und nimmst die Sammler weg, kein Thema, die Bohrer. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann hast du natürlich schnell die Arschkarte. Aber ansonsten passt das und wie gesagt, Grüße gehen raus an großen Hain. Yeah. Läuft. Auf jeden Fall. Der Bombenturm soll lieber da bleiben, wo er ist. Das darf jeder, wie gesagt, selber. Das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist nicht irgendwie so. So, jetzt gucke ich nochmal. Achso, da, du bist also im Clan schon drin. Ah, zartschmelzend auch am Start, auf jeden Fall. Poison Scorpion. Fett. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Tschüss, fett. Nee, also Helden natürlich noch hoch, weil 15er King, der fällt natürlich auf. 16er Queen passt, aber wie gesagt, da noch hoch. Auf jeden Fall schöne Bomben hier am Start, auf jeden Fall richtig nice. Tesla. Mauern, wie gesagt, ganz ehrlich. Ich würde echt überlegen, ob ich sie überhaupt jetzt... Klar, ich meine, jetzt ist es nochmal günstiger, okay? Dass man sagt, okay, man kann sie doch auf 10 machen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile halt wirklich die Miner, die Dragos, die Luckys, Jumpspell, Earthquake. Das sind alles so eine Sachen, die halt da eine Rolle reinspielen, wo ich sage, ah, ein Bowler, denen ist einfach eine Mauer mittlerweile total egal. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss. Wie gesagt, ich wollte es halt durchziehen, weil YouTube-Skill und so... Hau die Bohrer hoch, die bringen dir nochmal richtig was. Das ist halt eine wichtige Geschichte. Umso schneller kriegst du die Helden hoch. So sieht's aus. So, hier. Ja, dann können wir nochmal einen Angriff starten. Und dann machen wir zumindest die 6 Millionen voll. Und dann schauen wir mal, was hier noch geht. Und dann ist aber auch wirklich... dann leite ich jetzt langsam das Ende ein. Weil, wie gesagt, ich muss noch schneiden. Ihr wollt ja logischerweise dann auch wieder ein paar Videos sehen, ganz klar. Und da kommt jetzt auch nur COC. Ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen nicht vom Feedback, sondern einfach von der Klickrate von Super Mario Run war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es liegt nicht... Ich mache jetzt keinen Vorwurf, ey, warum hast du das nicht geguckt? Wenn es jemanden nicht interessiert, braucht man sowas nicht gucken. Ganz klar, logisch. Bin ich der Letzte, der sagt, ey, hier, warum, du hast mich nicht supportet, warum guckst du nicht meine Videos? Nein, wenn dich das nicht interessiert, dann interessiert dich das nicht. Ich hätte bloß einfach gedacht, dass es halt mehr Leute interessiert. Ganz einfach. Da hätte ich echt gedacht, dass da halt wirklich mehr kommt. Aber wenn das halt nicht so ist, dann ist das nicht so. Gar kein Thema. Passt. Aber wie gesagt, also gibt halt dann wieder... Ganz normal, Fokus halt wieder auf COC und dann passt das. So, hier hauen wir mal einen Rage gleich rein. Mit dem King wollen wir auch gleich mal gucken, was geht. Wir haben hier die Möglichkeit, den Inferno noch zu freezen. Dass wir da wirklich gut dabei sind. Und dann hier jetzt alles rein, was geht. Wa? Alles, was Rang und Namen hat, kann hier schön... Hier kommen Freeze rein, gedroppt und dann, ach hier, komm, dass es schnell geht, hier noch schnell zweimal ein Rage. Wird schon passen, Leute. Und jetzt einfach alles rein, einfach stupide rauf. Genau, schön noch das Dunkle mitnehmen, läuft halt. Genau, und jetzt macht die Queen sogar noch hier schön den Inferno. Ey, ich glaub's, Alter. Yeah, läuft bei mir hart, Alter. Das ist ein richtiger Gamechanger. Alter, es gibt's nicht. Wie geil ist das, bitteschön? Wie geil ist das? Das ist echt richtig nice. Richtig coole Kacke. Oh, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Klar, Townhall noch weg. Bam, bam. Und ein so ein Bogiturm ist dann egal, aber zwei machen es dann halt wieder fett, den Kohl. So, jetzt gucken wir, ob wir hier noch... Ja, ein Jump lohnt sich nicht mehr. Ein Jump. Und man könnte jetzt gucken, ob man den hier setzt, dass er dann eventuell woanders hinspringt. Das hätte man probieren können. Aber jetzt nutze ich die Zeit noch, dass sich die Queen halt wieder erholt.
dass ich dann eventuell, ja, schön von wegen erholen. Ja, genau. Bumm, das war's. Das war auch wirklich der Endschlag für den Stream, sage ich jetzt mal. 2,6K. Kriege ich das hin? Wie viel haben wir drinne? Ja, perfekt. Machen wir noch eine Kanone. Machen wir noch eine Kanone und dann war es das wirklich. Dann bin ich durch für heute, weil wie gesagt, die anderen Sachen warten auch. Das muss geschnitten werden. Ich hoffe, ihr hattet schön viel Spaß beim Stream. Und es sind nicht alle zu kurz gekommen, hoffe ich. Wie gesagt, ich lege schon einen Wert drauf, dass das halt alles halbwegs passt. Aber wie gesagt, man kann halt nicht jeden rannehmen. Das ist halt einfach so eine Sache. Das ist ein Unding. Beim nächsten Mal gucke ich, dass ich eventuell die Qualität noch ein bisschen hochschraube. Aber ansonsten wünsche ich allen, die zugeguckt haben, noch einen schönen Abend. Und ja, wie gesagt, die, die es nicht geguckt haben, also einfach verlinken hier, wenn der dann hochkommt. Zack, könnt ihr euch anschauen. Fertig. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.